So, liebe Leute, es ist der Tag gekommen, Mario Maker 2 Easter Eggs. Ich habe es angekündigt, so lange Glitches, Easter Eggs in den normalen Episoden folgen, wo ich irgendwelche Tour-Level spiele, kommen. Und heute ist der Tag gekommen. Ich würde sagen, genug gelabert, los geht's. Viel Spaß. So, willkommen im Baumodus. Da zeige ich euch jetzt, wie gesagt, das erste Easter Egg. Das ist mit den Türen. Das ist sowas von genial. Viele haben sich beschwert, dieser komische, weirde Mario ist nicht mehr dabei. Aber passt mal auf, Leute. Ich klopfe mal an die Tür. Mal gucken, was da passiert. Da klopft jemand zurück, liebe Leute. Wer kann das wohl sein? Wer kann das sein? Da ist er. Alter. Digga, wie eklig, wie hässlich sieht der denn aus? Zieht euch das mal rein, Leute. Das ist einfach... Komm raus hier. Einfach so ein blauer Mario. Also wie geil ist das denn? Das ist doch dieser weirde Mario, dieser lange. Alter, so ein Mini-weirder Mario. Ich kenne die selber noch nicht alle, aber das sieht ja... Das ist ein geiles Easter Egg, finde ich. Also wirklich, die Tür... Man muss ja gar nicht anklopfen letztendlich. Man platziert die ja letztendlich irgendwie, hat dann noch den Gegenpart mit der Tür und fertig. Und hier hast du einfach die... Das ist wirklich ein Easter Egg, dass du klopfen kannst. Und wenn du hartnäckig genug klopfst, macht jemand die Tür auf. Und nicht irgendjemand, sondern der weirde Mario. Und das in jedem Stil. Wir können jetzt auch mal den Stil zu Super Mario World wechseln. Ihr werdet sehen. Da klopfe ich mal an, ihr werdet sehen. Da macht auch jemand die Tür auf, aber der ist ein bisschen anders. Mach auf! Mach auf jetzt! Krank. Einfach mit Cape. Mit Cape macht er die Tür auf. Jetzt mach auf hier. Da kommt er nochmal mit Cape. Ich kaufe jetzt einfach dagegen. Komm her. Nochmal mit Cape. Mit Yoshi, Alter. Fett. Wie geil ist das denn, Leute? Das ist doch richtig geil. Ich kenne die selber noch nicht alle. Ich wusste, dass die existieren so. Ich habe es irgendwo gesehen. Komm, mach auf hier. Okay, das ist der ganz normale. Ich geh noch kurz die hier ab und dann machen wir das nächste Easter Egg. Gleichzeitig, komm, die Challenge. Er muss gleichzeitig bei beiden Türen rausgucken. Unmöglich, unmöglich, egal, nächstes Easter Egg. So, da haben wir ein weiteres Easter Egg, man kennt es, die Fahne ist da. Das ist fast bei jedem zweiten Level, was man online findet, so, dass rechts der Weg versperrt ist. Aber es ist ein Easter Egg, das ist ja wirklich eigentlich ein kleines Special. Ihr seht es, der Weg ist versperrt, Mario will eigentlich in die Burg laufen ins Ziel, schafft es nicht und kauert sich zusammen und schämt sich. Also, das ist einfach immer noch genial und geil gemacht von Nintendo, dass sowas existiert, so eine Kleinigkeiten. Und davon zeige ich euch jetzt noch ein paar. Und zwar ein Mario 3D World sind ein paar Sachen dazugekommen, die auch so in diese Sparte fallen, sag ich mal. Guck mal, wenn wir jetzt hier den Koopa nämlich den Panzer wegnehmen, will er ihn wiederkriegen. Guck mal, wie aggressiv er versucht, mir den Panzer wieder abzunehmen. Er kann ja nicht springen, leider, der Grüne. Deswegen guckt euch das an, wie er es versucht. Wie doll er es versucht und er kriegt es nicht hin. Und jetzt gibt er auf und weint. Beziehungsweise er versucht es und dann sieht er, er hat keine Chance und kriegt nochmal eine extra Animation spendiert, so auf den. Ach scheiße, was mache ich hier eigentlich? So, jetzt Panzer weg. Es gibt keine Chance. Ich glaube, er weiß es. Jetzt schwitzt er nicht mehr. Eben hat er noch geschwitzt, weil er den Panzer vor Augen gesehen hat. Jetzt aber nicht mehr. Ey, wie geil ist das denn? Habe ich gerade selber auch noch entdeckt hier. Sobald er den Panzer noch vor Augen hat und denkt, er kann ihn kriegen. Guck mal, sobald er denkt, er kann den Panzer kriegen, kommt er ins Schwitzen und will sich den wiederholen. Und sobald ich den wegschmeiß, gibt es einfach auf. Der Arme. Gibt's auf dem Arsch. So. Dann gibt es auch diese Hopsmäuse, die immer versuchen, auf ihre Position wiederzukommen. Und genau das gleiche, was ihr mir seht, ist, es ist einfach genial. Also er versucht, sozusagen wieder auf seine alte Position zu kommen. Aber die Blöcke schieben ihn weg. Ich habe die jetzt mal hier so gebaut. Und er gibt einfach auf. Auch so wie der Koopa. Er ist einfach traurig und bleibt jetzt sogar so. Im Normalfall springt er sogar über Hindernisse und versucht wieder zu seiner ursprünglichen Position hinzukommen. Ich kann euch das mal kurz demonstrieren. Zum Beispiel ein Block, ein so ein Spurblock. Bringt nichts. Guck mal. Da schafft er es sogar noch auf seine Position zu kommen und gibt nicht auf, wie eben gerade, diese kleine Hopsmaus. So, zwei Blöcke ist, glaube ich, auch noch was, was er schaffen könnte. Ich glaube, das schafft er sogar. Beim dritten Sprung schafft er sogar zwei Blöcke. Also springt er fast so hoch oder so hoch wie Mario. Wie krass ist das eigentlich? Aber wie gesagt, wenn wir drei Blöcke zumachen und die versuchen nun mal immer wieder auf ihre Position zu kommen, checkt er nach dem dritten Sprung halt keine Chance. Und es verfällt auch in Depression, Leute. Wie geil ist das denn? Auch kleine Easter Eggs, die versteckt sind. Ob es Easter Eggs sind. Easter Eggs sind oft eigentlich Referenzen an andere Spiele oder kleine Gimmicks, die irgendwelche Entwickler irgendwo versteckt haben. So, jetzt ein weiteres Easter Egg. Und zwar, das ist wirklich ein richtig geiles Easter Egg, finde ich. Und zwar sind wir hier in Super Mario World 3. So, wie man es kennt. Also, beziehungsweise, ich habe es gerade hier selber gebaut. Eine kleine Strecke. Aber in Super Mario World 3 war es so, es gab da einen bekannten Glitch. Also wirklich, es war kein Glitch. Es war eigentlich ein kleines, wirklich ein Gimmick, ein Easter Egg, was die Entwickler eingebaut haben. Was aber wirklich nicht jeder Spieler findet. Und zwar im Originalspiel konnte man bei diesen Hintergrundplattformen hier, bei der weißen, also es gab da auch weiße Plattformen, die so aussahen auch, konnte man, wenn man lang genug sich geduckt hat, beziehungsweise nach unten gedrückt hat, ist man da runtergefallen und konnte sozusagen im Hintergrund laufen. Also hinter diese Büsche konnte man laufen. Es war ein kleines Easter Egg, es hat einen nichts gebracht, spielerisch oder so, es war einfach nur ein kleines Gimmick. Und wenn wir das jetzt hier versuchen und so uns sozusagen ein bisschen durchcheesen wollen durch die Map, passt auf, was jetzt passiert. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Wie lange musste ich drücken? Ich habe gedacht, okay, funktioniert das Easter Egg doch nicht. Ich habe nämlich gelesen, dass das da sein soll. Aber pass mal auf, wie lange man drücken muss.
Digga. Ultra lange gedrückt halten, dass man dann einen kleinen Hopser von Mario kriegt, der uns demonstrieren soll, okay, nein, das geht hier nicht. Aber sie haben daran gedacht, dass Spieler das versuchen werden. Also wie krass ist das, bitteschön? Und ich habe gerade selber gedacht, okay, funktioniert es nicht mehr, weil man muss so lange gedrückt halten. Das ist unfassbar einfach, Leute, wie lange man gedrückt halten muss. Und man fällt nicht hinter den Hintergrund sozusagen. Was aber cool gewesen wäre, hätte ich es mit eingebaut, aber okay. Und ein paar weitere kleine Gimmicks, Easter Eggs sind halt, wenn man Mario löschen will, ihr seht es hier. Auch nicht schlecht. Versucht er zu zittern und versucht auszuweichen, guckt immer weg. Aber okay, das kennt auch jeder von euch, das war ja schon damals so. Was noch wirklich cool ist, finde ich, was man zeigen sollte, ist in jedem Artstyle. Jetzt sind wir sozusagen in Super Mario Bros. U und wenn man dort halt Steine platziert, aber das ist jedem von euch aufgefallen, dann hört man den des Theme-Song, also den wirklich zu der jeweiligen Engine, zu der jeweiligen Version von Mario, jetzt Super Mario Bros. U, hört euch das an. Ich finde es geil einfach. Da bockt das einfach auch, selbst so große Lücken auszufüllen, weil du hörst einfach den Soundtrack die ganze Zeit. Jetzt Super Mario World, mal kurz den Soundtrack, hört euch das an, wie geil. Einfach geil, oder nicht? Ich finde das richtig geil. So eine kleine Spielereien. Einfach genial. Ein kleines weites Easter Egg, wenn man diese komischen Brenner hat, wenn man das ein Easter Egg nennen will, ist, wenn man die nämlich nimmt und über Mario zieht, dann guckt euch mal an, wie der da um sein Leben bangt. Der hat richtig Angst, Leute. Guckt euch das an. Und wenn wir den jetzt aber ausmachen, ist alles gut. Dann ist alles gut. Dann hat er keine Angst mehr. Da kommt sogar ein kleines Geräusch von ihm. Wie geil ist das denn? Außerdem, der gute alte, beziehungsweise ein Easter Egg, das war, glaube ich, im ersten Teil auch schon so, dass man die Hammerbrüder, guckt euch das an, die schmeißen trotzdem auch, selbst wenn man in die Hand hat, schon die Hämmer. Also die sollen nur die Hämmer schmeißen letztendlich. Wenn du sie in der Hand hast, schmeißen sie trotzdem die Hämmer. Aber man muss sie nicht mal dabei schütteln. Also selbst wenn man sie schon so in der Hand hält, schmeißen sie ab und zu einen Hammer, was auch ein kleines Easter Egg oder Special, keine Ahnung, ein Gimmick ist. So, die Reset-Rakete birgt auch ein paar kleine lustige Easter Eggs, beziehungsweise Specials mit sich. Hört euch mal an, was für Sounds die macht. Also jetzt mal den hier. Mario Maker, Mario Maker, Mario Maker. Die ganze Zeit, und das ist jedes Mal anders. Hört euch das mal an. Jemand trinkt irgendwas aus. Das sind auch so kleine Spielereien, so kleine lustige Songs. So, viel mehr große, krasse Easter Eggs gibt's gar nicht in dem Spiel. Also so, die mir jetzt aufgefallen sind. Schreibt nochmal, wenn ihr welche kennt, in die Kommentare bitte. Dann mache ich auf jeden Fall nochmal einen zweiten Part, wenn sich's lohnt. Ansonsten gibt's natürlich noch im Titelbildschirm. Das Spiel startet jedes Mal anders. Der Titelbildschirm ist immer anders ein bisschen. Das ist auch cool natürlich. Und sonst kleine Gimmicks, die Entwickler mit eingebaut haben. Aber sonst große, riesige Easter Eggs sind mir jetzt nicht sonst aufgefallen. Das ist alles, was ich bis jetzt gefunden habe, was so ich sehenswert finde, was ich euch zeigen wollte unbedingt. Ansonsten, ja, schreibt es in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sind für heute raus. Ciao und tschüss, euer Theo.